In Frankreich tobte der deutsch-französische Krieg und die französischen Armeen hasteten oder hetzten von einer Niederlage in die nächste. Auch fand der Krieg ja in Frankreich statt, was die Kritik am französischen Staat natürlich massiv verstärkte. Der französische Kaiser Napoleon III. Wurde schließlich auch nach einer Schlacht gefangen genommen, entmachtet, und am 4.9.1870 wurde in Frankreich die Republik ausgerufen. Das ist der Kontext, in dem die Kommune-Bewegung stattfand. Während in Frankreich, in Paris, die Republik ausgerufen wurde, gab es aber in den Provinzstädten, in Lyon, in Marseille, in der Industriestadt Le Creusot, Bewegungen, die gegen diese neue republikanische Regierung aufbegehrten und vor allem für Autonomie und Dezentralisierung kämpften und vor Ort lokal und autonom Kommunen gründeten. Das führte dazu, oder das kann man auch in dem Kontext sehen, dass natürlich die staatliche Macht des Kaiserreichs zerbrach, aber die neue republikanische Macht noch nicht wirklich da war. Somit kam es zu einem Machtvakuum, vor allem in den Provinzstädten. Und dort nutzten Revolutionäre, das waren vor allem Arbeiterinnen und Handwerkerinnen, einfache Leute, dieses Machtvakuum aus, um sich selbst zu verwalten, um vor Ort Kommunen zu gründen. Es gab überall autonome Räte, Selbstverwaltung, Komitees, die von Bürgerinnen und Bürgern der Städte gegründet wurden, mit dem Versuch eben, die Belange selbst in die Hand zu nehmen. Es wurden sogenannte Ligen gegründet, die verschiedene Städte vernetzen wollten und eine neue Form, ja, nicht des Staates, aber eben der Vernetzung herzustellen. 1870, eben als die Republik ausgerufen wurde im September, gab es eine erste große Bewegung, einen ersten großen Volksaufstand im ganzen Land, als im gesamten Land Kommunen ausgerufen wurden. Dies allerdings fand nicht in einem luftleeren Raum statt. Man darf nicht vergessen, der Krieg tobte weiter. Der Kaiser war zwar abgesetzt worden, aber die neue republikanische Regierung drängte darauf, den Krieg gegen die Deutschen weiterzuführen. Dies führte dazu, dass die revolutionären Bewegungen erstmal wieder sozusagen unterdrückt wurden oder sich mit dem Krieg auseinandersetzen mussten und auch natürlich militärisch sowohl von der neuen französischen Regierung als auch von den Deutschen massiv unterdrückt wurden. Allerdings ging diese Bewegung, diese Vorstellung nach Selbstverwaltung weiter und als Paris von den Deutschen belagert wurde, war dies ein neuer Hotspot, wenn man so will, der Kommune, und dort wurde dann im März 71 die Kommune ausgerufen. Die erste Maßnahme der Kommune von Paris war zum einen das Verbrennen der Guillotine, die auf dem Place Voltaire mitten in Paris stand, und zum anderen das Verbot der Todesstrafe. Frankreich war geprägt in den Jahren des Ende des 19. Jahrhunderts von einer massiven neuen Innovationsschub. Die Eisenbahn wurde massiv aufgebaut und es kam zu einer Industrialisierung des Landes, was dazu führte, dass große Teile der Bevölkerung, die vorher als Subsistenzbäuerinnen und Bäuern tätig waren, dies nun nicht mehr konnten und als Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter sich verdienen mussten. Dies führte allerdings nicht zu einem sozialen Aufstieg, wenn man so will, sondern zu einer massiven Verarmung und Pauperisierung großer Volksmassen. Und die Kommunadinnen und Kommunaden sahen in der Kommune die Möglichkeit, sich gegen diese kapitalistische Landnahme zu wehren, indem sie eigene Strukturen gründeten, die auf einer sogenannten moralischen Ökonomie gründeten, also einer Wirtschaftsweise, die im Gegensatz zum Kapitalismus nicht den Profit ins Zentrum stellt, sondern Vorstellung der gemeinschaftlichen Bedürfnisbefriedigung an erste Stelle stellt. So gab es in Paris, in der Pariser Kommune zum Beispiel, später Erlasse, die den Brotpreis festgelegt haben, also die gesagt haben, der Brotpreis darf nicht über einen gewissen Preis steigen. Auch gab es in verschiedenen Orten sogenannte Kooperative, die gemeinschaftlich die Essensversorgung sichergestellt haben, Genossenschaften, die auch Lebensmittel zu festgelegten Preisen angeboten haben, um somit die Versorgung der Menschen, der vor allem von Armut und Krieg bedrohten Menschen, in der Kommune besser sicherzustellen, als es der Kapitalismus möglich gemacht hatte.
man darf ja nicht vergessen, dass sich die Kommunen gegründet haben in einem Land, das im Kriegszustand war. Ein Land, das von den preußisch-deutschen Armeen zu einem Drittel besetzt war. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund für das Scheitern der Kommunen, weil sowohl der neue französische Staat, die republikanische Zentralregierung, die sich gegründet hatte, als auch eben die Invasoren der Preußen kein Interesse daran hatten, dass sich Kommunen gründen. Ein zweiter Grund liegt sicherlich auch in der fehlenden Vernetzung, die die einzelnen Kommunen in den Orten eben nicht hinbekommen haben. Die Kommunen der einzelnen Orte blieben meist vereinzelt, sie blieben isoliert und ihnen war es somit nicht möglich, eine gemeinsame Schlagkraft zu entwickeln, um auch ihre militärische Stärke, ihre militärischen Aktionen zu koordinieren, um den deutschen und auch der französischen Regierung da etwas entgegensetzen zu können. So wurden sie nach und nach einzeln militärisch niedergeschlagen. Die radikalsten Forderungen der Kommunebewegung von 1870-71 waren zum einen die Bewaffnung der Frauen, zum anderen die Enteignung von Produktionsmitteln und zum dritten die Verhaftung der Priester. Diese Forderungen wurden in den einzelnen Kommunen, in den einzelnen Städten relativ unabhängig gleichzeitig entwickelt. Also man kann sehen, dass das die entscheidenden Probleme waren, mit denen die Kommunarinnen und Kommunaren vor Ort zu tun hatten und verweisen eben sowohl auf diesen Anspruch, eine antikapitalistische Bewegung zu sein, als auch eben alle mitzunehmen und eben gerade in der Bewaffnung der Frauen eben eine Bewegung zu sein, in der auch alle Menschen beteiligt werden können. Leider wurden diese Forderungen nicht immer erfüllt oder nur in den allerseltensten Fällen auch wirklich umgesetzt. Auch hier zeigt sich wieder eine Differenz innerhalb der Kommunebewegung zwischen Radikalen und Reformisten. Gleichzeitig wurden für die damalige Zeit durchaus progressive Forderungen umgesetzt, wie eben zum Beispiel das Nachtarbeitsverbot für Bäcker in Paris, wie die Festlegung des Brotpreises, damit sich alle sozusagen selbst versorgen konnten, oder eben auch, dass in Paris verlassene Fabriken, deren Chefs sozusagen vor der Kommune geflohen wurden, in Genossenschaften der Arbeiterinnen und Arbeiter übergegangen sind. Also gab es durchaus auch radikal umgesetzte Forderungen, aber die radikalsten Forderungen wurden eben nicht immer auch umgesetzt. Die Kommunebewegung von 1870-71 war, obgleich sie eine revolutionäre Bewegung war, natürlich auch in sich gespalten. Auch dort fanden sich Elemente wieder, die die Revolution verstetigen und verbreitern wollten und solche, die eher auf Ausgleich und eher auf Reform bedacht waren. Die Unterscheidung findet sich an vielen Orten, sie findet sich in der Kommune von Algerien, aber sie findet sich vor allem auch in der Kommune von Toulouse eindeutig wieder. Gerade dort gab es proletarische Basisbewegungen, die versucht haben, die Kommune zu verbreitern und die Revolution voranzutreiben. Aber das dortige Komitee war ein sehr reformistisch veranlagtes Komitee, das zum einen den Krieg weiterführen wollte und das gegen die radikalen Forderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter des Proletariats versucht hatte, die eben einzudecken. Und dieser Konflikt in der Kommunebewegung ist sicherlich ein Konflikt, den alle linken Bewegungen immer und zu jeder Zeit haben werden. Die Frage nach Radikalität und Reform, die Frage, will man etwas weitertreiben oder will man das bewahren, was man hat? Das Problem, das die revolutionären Kommunarinnen und Kommunaren zu dieser Zeit hatten, war tatsächlich, sie waren häufig nicht die Mehrheit oder sie waren nicht die Mehrheit in den einflussreichen Positionen. Sie waren die Mehrheit auf der Straße, sie waren die Mehrheit in den Fabriken und in den Nachbarschaften. Aber wenn man sich auch die soziale Zusammensetzung vor allem der Komitees der einzelnen Städte anguckt, findet man eindeutig, dass dort vor allem bürgerlich geprägte oder reformistisch geprägte Kommunarinnen und Kommunaden die Mehrheit hatten und damit eben auch den weiteren Werdegang der Kommunen bestimmen konnten. Gerade in der Kommune von Paris nahm der Parlamentarismus über die Zeit einen immer größeren Raum ein. Es gibt Berichte darüber, wie sich die Kommunarinnen und Kommunaden in der Regierung Tage und
wochenlang über einzelne Gesetzesvorhaben gestritten haben und diskutiert haben, wie man eine Verordnung besser und jene schlechter machen müsse und wie sozusagen die Revolution auf parlamentarischem Weg verstetigt werden könnte. Dies ist natürlich gerade unter Bedingungen eines Krieges und einer Belagerung eine wahnsinnige Zeitverschwendung. Nicht, weil parlamentarische Gesetzesvorhaben grundsätzlich abzulehnen seien oder grundsätzlich schlecht wären, aber weil sie gerade in Paris häufig jenseits der Bedürfnisse der kämpfenden Kommunalinnen und Kommunarden beschlossen wurden. Es gab Situationen, wo kämpfende Kommunalinnen und Kommunarden zur Regierung gegangen sind und ihnen Vorschläge unterbreitet haben, wie man auch den Konflikt mit der Zentralregierung weiter militärisch lösen könnte. Also es gab Aufforderungen, jetzt auf Versailles, wo die Regierung war, zu marschieren. Es gab Forderungen, Fabriken zu kollektivieren in der Stadt. Also es gab diese Basisbewegungen von unten und diese wurden allerdings in den seltensten Fällen von der Kommune-Regierung aufgenommen und diese verharrte darin, sich in demokratischen, in liberaldemokratischen Gesetzesvorhaben zu ergehen und Verordnungen zu machen und ließ dadurch einfach Zeit verstreichen auf der einen Seite und entfernte sich aber auch immer weiter von den konkret handelnden Kommunalinnen und Kommunalen. Was wir von der Kommunebewegung 1870-71 lernen können, ist auf der einen Seite eine sehr allgemeine Erkenntnis, und zwar die, dass allein die richtige Theorie und das richtige Wissen über den Aufstand, über die Revolution noch nicht ausreicht. Es ist nämlich nicht so, dass Revolutionäre die Revolution machen, sondern es ist genau andersrum. In revolutionären Situationen gehen Menschen Beziehungen ein, reden miteinander, handeln miteinander. Und dies führt dazu, dass Revolution gelingt. Revolution ist eine Frage der Beziehungsweise und des Austauschs der Menschen miteinander und eben nicht der reinen Theorie. Das ist eine wichtige Erkenntnis für zukünftige Aufstände, für zukünftige Revolutionen, dass wir uns eben genau auf diese Ebene der Beziehung begeben müssen, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen müssen, dass wir mit Menschen politisch handeln, und daraus kann und wird dann auch etwas Neues entstehen.